Gemeinde Binnigen baut zusammen mit dem Kanton Basel Landschaft und der E-Post bis 2025 ein neues kundenzentriertes Webportal auf. Bereits am Wirtschaftsforum hat der Gemeindeverwalter Christian Häfelfinger darüber informiert. Jetzt nutzt er die Chance und meldet sich zu diesem Thema digital aus den Ferien mit den wichtigsten Punkten. Das erste Ziel ist die Maximierung des Kundennutzen. Heute optimieren wir die Öffnungszeiten für all jene Leute, die bei uns vorbeischauen wollen, physischen Kontakt wollen. Aber immer mehr Leute arbeiten von daheim. In Europa ist es so weit, dass 20 bis 40 Arbeitstage von irgendwo auf der Welt erbracht werden können. Und die Industrie ermöglicht das, sie muss das ermöglichen, weil der Fachkräftemangel zwingt zu attraktiven Arbeitsbedingungen. Wir haben in Binnigen auch rund 10% englisch sprechende Menschen. Das sind Global Employees, auf Deutsch Expats. Und auch die arbeiten schon so. Und warum sollten wir denen den Zugang auf die Verwaltung verunmöglichen oder erschweren? Das ist ein Grund, warum wir den digitalen Weg pushen müssen. Weil wenn wir es heute nicht machen, dann werden wir morgen im Zugzwang sein und das wollen wir nicht. Das zweite Ziel ist, Vertrauen zu schaffen, wo in Estland mit dem Niedergang von der Sowjetunion sie zu einem Weg gezwungen worden sind, haben sie den Weg von der Digitalisierung gewählt, weil sie haben vielleicht den Weg nicht mehr gehabt, keine Normen, keine Grundlagen, keine Abläufe. Und heute kann sich in Estland niemand mehr etwas anderes als den digitalen Weg vorstellen. Die Verwaltung hat Vertrauen gewonnen, indem man den Leuten Zugang zu ihren Daten gegeben hat. Sie sind mitverantwortlich für das Füttern von diesen Daten und haben das auch überwachen können. Und wir wollen den gleichen Weg gehen, indem wir den Leuten die Möglichkeit geben, Vertrauen zu finden in die Arbeitsweise der Verwaltung. Das dritte Ziel ist die Effizienzsteigerung der Verwaltungsabläufe. Wir müssen alles daran setzen, dass unsere Prozesse verschlankt werden. Das Nebeneinander von Daten und Papier verlangsamt notabene auch alle Prozesse ein bisschen. Jean-Daniel André, wie wird denn das von der Post gelöst? Was unternehmen dir, um das miteinander verbinden? Wir haben vor 3 Jahren angefangen, eine Datenkommunikationsplattform aufzubauen, wo das Ziel hat, dass man genau eben beides nebeneinander machen können. Wir werden Daten empfangen, tun die einen Daten digital verarbeiten, aber schauen auch, dass der physische Brief gleich verschickt werden kann oder das, was eingescannt wird, kann so aufgenommen werden. Vielleicht ein Wort zum Scan-Zentrum. Ich nehme an, das ist heute Hightech. Das ist Hightech und ist eine höchste Sicherheitsstufe. Sämtliche Mitarbeiter haben auch ein Postgeheimnis, das sie unterschrieben haben. Und dementsprechend ist das heute höchste Technologie, aber auch höchste Sicherheitsstandard. Jetzt, was passiert denn ab dem Moment, wo es bei euch wieder rausgeht? Wie ist denn die Sicherheit gewährleistet? Wie wird das Splitting auch in die einzelnen Domänen hinein gewährleistet? Wir haben die höchste Technologie, einerseits über Secure-Leitungen, die nachher auch Dokumente wieder zurück auf Binnigen bringen. Da ist das Center und in den Server auf Sicherheitsleitungen und weiterhin natürlich auch alles, was digital über die E-Post-App kommuniziert wird, ist eine hochsichere Lösung, verschlüsselt bis ein Endgerät vom Endkunden. Sprich, alles, was bis ein Mobile ankommt, ist verschlüsselt. Die Freiwilligkeit ist essentiell, wenn man etwas umsetzen will. Und viele Leute sind damit einverstanden, wir wollen niemanden dazu zwingen, den digitalen Weg zu gehen. Es wird aber die Frage irgendwann kommen, wie lange man den hybriden Weg, das heisst Papier und physischer Kontakt mit der Verwaltung versus der rein digitale Weg, wo ich am 4 Uhr morgen meine Steuerdaten kann einschauen kann und Umbuchungen kann machen, wenn ich das will. Wie lange man den hybriden Weg noch aufrechterhalten kann, wie lange die Gesellschaft noch wird einverstanden, dass ich die finanzielle Mittel, die das kostet, den Weg weiterhin aufzuwerfen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Digitalisierung halt einen Mehrwert bringt, weil sie viel schneller ist. Sie wird diverse Prozesse, die heute Mitarbeiter mühselig, langwierig und immer wiederkehren machen, werden verschwinden. Dafür kommen andere, viel interessantere Aufgaben über, was uns im ganzen Prozess weiterbringt. Ich bin überzeugt, dass wir auch in Binnigen am Anfang wie jeder Prozess halt ein bisschen
Unsicherheit bringen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und hat Veränderungen grundsätzlich nicht gern. Aber ich bin überzeugt, über die Zukunft hinweg wird der digitale Prozess gewinnen und auch der Menschheit Mehrheit bringen. Aber ja, es braucht jede Veränderung ein bisschen Zeit und ein bisschen Angewöhnung. Wir müssen alle Leute abholen können, aber ich bin absolut überzeugt, dass wir das in einem guten Rang hinkriegen.